Was ist deine Sch*** Waffe nutzen? Was anderes kannst du nicht! Brenn! Bist du mad? Haben wir dich erwischt mit dem Dildo in deinem Inventar? Hallo. Ja, hallo. Sucht ihr noch Polizistin? Ich bin guter Polizist. Weiß ich nicht. Ich bin auch erst neu hier. Einen wunderschönen. Gehört mit wem habe ich die Ehre? Hey, mein Name ist Hamudi. Ich würde gerne mich bewerben. Suchen Sie noch Mitarbeiter? Ja, wir brauchen eigentlich immer mal ein paar Neulinge, sage ich mal. Ich würde Sie probeweise einfach als Azubi so ein bisschen mit auf Streife nehmen. Ich küsse dein Herz. Ach, nicht dafür, nicht dafür. Ja, Sie sehen jetzt nicht aus wie ein Officer, aber Sie sind ja nur der Azubi, das kriegen wir irgendwie hin. Ich zieh mich ab. Ja, bekommen Sie das hin? Ich krieg hin, ich komme gleich wieder. Dann wären wir erstmal Bulle. Gruppe 6 Security. Chef, hier, ich hab gefunden. Oh, das sieht aber schmackhaft aus. Krieg ich jetzt Job? Sie können auf jeden Fall schon mal als Azubi bei uns mit Streife fahren, würde ich sagen. Und Waffe, Taser? Ich glaube, das brauchen Sie noch nicht. Der Herr Miller passt auf Sie auf. Aber was ist, wenn Sie in Gefahr sind? Na komm, ich geb Ihnen meinen Taser. Stehen bleiben! Security Hamudi. Ich hol uns noch eine Weste. Was ist das? Flare Round. Was ist denn das, Digga? Warte mal, ich muss was probieren. Wow. Woher haben Sie das Spielzeug jetzt auf einmal? Der Herr Moody ist anscheinend auch ein Zauberer. Haben Sie denn schon Erfahrungen im PD gemacht? Wallah, Chef, ich kenne mich sehr gut aus. Ich komme aus Berlin. Okay, oh Gott, Berlin habe ich keine guten Erinnerungen. Komm, wir suchen kriminelle Chef. Na, dann fahren Sie mal, Miller. Gucken Sie mal, wo Sie sich rumtreiben, die Kriminellen. Gucken Sie mal, die sehen suspekt aus, diese roten Autos. Finde ich auch. Helikopter mitten am Würfelpark? Was glauben die, wer die sind? Das ist eigentlich schon ein Grund, oder nicht? Jawohl. Show, Polizei hier, kann mir einer sagen, wem dieser Helikopter gehört? Eine wunderschöne Waffe weg! Nicht so aggressiv, das ist ein Taser. Guck mal, wir sind hier am Chillen, oder? Ganz normal. Ja. Ich, mein Cousin, mein anderer Cousin und der Cousin von meinem Cousin. Und du kommst hier mit einem. Hey Jungs. Ach, Scharmota, RWM. Ach, ich will einen Anwalt sprechen. Also, der Helikopter gehört jemandem mit so einer weißen Weste. Der ist aber weggefahren. Der hat ihn einfach hier stehen lassen. So. Da, der ist genau. Schon. Okay, ich nehme an, dann stört es euch nicht, wenn wir euch abschleppen, diese Helikopter. Nee, mach ruhig. Dankeschön, Jungs, danke. Alles. Mich frei. Wie macht man das? Keine Ahnung. Das macht der Kollege. Kannst du den nicht abschleppen? Doch. Wir öffnen ihn erstmal. Schau mal rein in die schöne Hütte hier. Hey. Hallo. Hey, ist zu spät. Warum macht ihr das? Weil du den hier abgestellt hast. Sieht das aus wie ein Helikopterparkplatz, du Arschscharmotter, Sippi? Ey! Ich hab dich was gefragt. Sieht das aus wie ein Parkplatz für Helikopter, Sippi? Ja, nein. Keine Ahnung. Warum willst du mein Heli aufmachen, Mann? Lass mich mal gucken. Ey! Halt Abstand von meinem Kollegen, du Hund! Weg hier von der Tür! Entfernst du dich von der Tür! Mein Helikopter, hallo! Der macht ihn immer wieder zu. Der muss sich entfernen hier. Komm mal her, du Hund! Ich glaube, Hamudi wäre ein sehr guter Kopf. Ja, der fackelt nicht lange. Das passt schon bei den Kriminellen hier. Kleiner Hund, du denkst, du kannst den Helikopter mit in den Würfelpark ablegen? 100.000. Lass mich frei. Soll ich dir was zeigen? Was denn? Aber du darfst niemanden zeigen, ja? Das ist ein Zauberstab. Ich kann dich damit reich machen. Als ob? Kannst du machen? Soll ich probieren? Ja, probier. Habibi, wir haben kurz zu tun. Kannst du kurz zur Seite gehen? Was geht um? Wir nehmen ihn mit in den Wald. Ey, nimm mich auch mit. Scheiß auf den. Ich hab deinen Freund getötet. Oh, danke. Wie viel Geld willst du? 3 Millionen. 10 Millionen? Ja. Akra, Kadabra, Anik, Kesachtak. Ey! Er macht mit, Bruder. Jungs, ich hab mich um die Jungs gekümmert. Wollen wir auf Route hingehen? Ja, können wir eigentlich machen. Den Helikopter können wir hier leider nicht abschleppen. Da gibt es irgendwie ein mechanisches Problem. Ist drauf. Darauf hab ich mir auch gedacht. Auf den Helikopter. Komm, Jungs, wollen wir zum Strand gehen? Was geht am Strand? Ich glaube, da sind auch viele Leute, gutes Wetter und so. Da waren vorhin ein paar Freunde von mir, glaube ich auch. Ja. Voila! Ja, lass sie ein bisschen ärgern. Okay, Jungs, das mache ich. Assalamu alaikum. Könnt ihr bitte ganz kurz weggehen? Halt deine Fresse, Kappa, habe ich mit dir geredet! Assalamu alaikum. Oh mein Gott, Alter, dein Ernst? Unser neuer Azubi. Ja, Herr Pacini. So? Kurz weggehen, das ist wichtig. Danke. Wir kommen gleich wieder. Dankeschön. Ja, ihr könnt später. Gleich wiederkommen. Kachbar, sei mal leise. Wenn ich mit dir rede, dann darfst du reden. Hast du verstanden? Dann hast du deine Richtung mit dir. Wer denkst du, wer du bist, Mann? Jungs, wir gehen. Aber ihr bleibt hier. Wir machen eine Kontrolle. Ja, könnt ihr auch gerne machen. Sagt der Alten, die soll bitte nur mit mir sagt reden. Sagt der? Die Alte heißt. Ist das dein Ernst? Würdet ihr mal bitte einmal weggehen, danke. Ich gehe.
Nein, nein, du kannst ruhig hier bleiben. Alles gut, macht euer Ding. Du kannst hier bleiben. Und ihr zwei fahrt mal kurz weg. Gut. Willst du uns als PD sagen, was wir machen? Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch, aber Freund mit Glatze. Ich habe einen Kumpel, der hat auch Glatze. Ich mag dich, kein Problem. Wollt euch nicht stören, das sollte eine ganz normale Kontrolle werden. Damit ihr nur wisst, ich habe ein Problem damit, wenn Kachpas mit mir reden, ohne zu fragen. Als Azubi des PDs hast du nicht so aufzutreten, weil du auch gerade gegen jemanden stehst, der genauso ein PD ist, ja? Ich würde Herr Pacini anrufen, wenn wir fertig sind. Wir bleiben hier, wir sehen euch. Die kenne ich halt tatsächlich auch, aber das war klar, dass sie jetzt so darauf reagieren. Sehr gut. Bruder, lass nicht weit weggehen, ich will die kontrollieren. Wer ist die Alte? Das ist Frau Stone, die Oberärztin vom MD. Warum ist die Kachpa an Strand wie eine Gangsterin? Frag mich nicht, die wollen wahrscheinlich wieder Rocker oder ihr eigenes Ding. Passt auch eher zu denen. Habibi, ist dieser Kollege vielleicht in Machenschaften verwickelt? Ich weiß nicht, die sind glaube ich alle irgendwie nicht ganz sauber. Ja, haben wir einen Chief of PD hier irgendwo? Wallah, ich melde, ich mach Paragraph 31, ist mir egal. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich glaube, die werden bald das Land verlassen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Habibi, die haben genug Zeit gehabt. Komm, wir fahren dahin. Oh, die fahren weg. Wer ist grüne Wagen? Nur einer ist weggefahren. Oh, jetzt sind schon 4 Autos da. Ohne ein böses Blut zu vergießen, einfach wieder normal sprechen zu können, wenn wir nicht im Dienst sind. Einfach mal ein Bierchen zu trinken. Ich verzeih dir. Red weiter, Nick. Digga, hallo? Der Feuertrott ist schon wieder hier. Nicht provozieren, der lässt uns gerade reden hier. Schönen guten Tag. Mein Name ist Hamoudi Abbas, ich bin der neue MPD. Wie ist denn Ihre Dienstnummer? Meine Dienstnummer ist die 007. Ja. Okay. James Bond. Halt deine... Okay. Der regt mich auf. Wir haben Streife gemacht und gesehen, ihr wart hier am Strand und könnt es, glaube ich, uns nicht übel nehmen, wenn wir sagen, sie sehen ein bisschen suspekt aus. Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Also uns wurde gemeldet, Prostitution am Strand. Was? Ich sehe ja, sie verkaufen die Krachma nicht alles gut. Wir würden aber eine ganz normale Personalienkontrolle machen. Dazu würde ich einmal sie und sie bitten, einmal die Maske abzunehmen. Azubi, wir müssen mal los. Ganz schnell. Es wurden welche beim Meth-Verkäufer entdeckt. Ich komme später wieder, Kachba, und diesmal benimmst du dich, hast du verstanden? Wie nicht? Das geht mir auch auf die Nerven. Prostitution. Halt deine Fresse, wir kommen bald wieder. Halt deine Schnauze, du echt. Gute Dame und der gute Herr, bitte mal die Maske abnehmen. Warum? Ich habe doch gerade gesagt, junge Frau, Personenkontrolle, ich muss dich identifizieren. Nimm bitte deine Maske ab, du Hey. Jetzt reicht's. Okay, hey! Bleib locker! Du nennst mich Junge! Ja, aber weil du nicht kooperierst. Herr 007, Sie können in einer Personenkontrolle nicht mit einer Frau so reden. Sie müssen trotzdem professionell bleiben, egal was Sie Personen denn sagt. Abonnieren. Abonnieren. Ich lass mich von dir nicht kontrollieren. Dann okay. Frag deine anderen okay. Kollegen. Okay, ich hab's verstanden. Junger Mann, würden Sie bitte einmal die Maske abnehmen? Nein. Okay, kein Problem. Frau, musste das sein? Musste ich sie jetzt festnehmen? Sie nennen mich Ich habe sie das aber so genannt, weil sie ihre Rolle übertrieben haben. Ich habe meine Rolle betrieben. So. Herr 00. Ich, Herr 00. Lassen Sie mich mal kurz machen jetzt. Einen Moment. Ich lasse dich nicht mehr ausreden. Du nennst mich Ich rede mit meinem Chef, nicht mit dir, Kachpa. Mal, ich habe versucht, ganz normal mit dir zu reden. Bist du jetzt bereit, deine Maske abzunehmen, zwecks einer Identifikationsfeststellung? Bitte? Cindy, mach es. Er hatte gerade so gemacht. Cindy. Was? Nimm deine Maske ab. Wie soll ich meine Maske abnehmen, wenn du Idiot mich gefesselt hast? Okay, ich nehme sie dir ab, dann nimmst du ab, ja? Für meinen eigenen Schutz, ich ziehe Tesa schon mal in die Hand, aber ich werde nichts machen, solange du normal bleibst. So. Leider. Kriegst du jetzt deine Maske ab? Nee, ist angewachsen. Tut mir leid. Cindy, mach doch einfach. Warum Meschkal? Wir machen eine normale Polizeikontrolle. Cindy, warum so? Warum? Mach doch einfach. Ich weißt du, wie du eine Frau behandelst? Ich sag dir, warum ich das vorhin gemacht habe. Bei mir in meiner Kultur ist respektlos, wenn ich eine Frau anspreche, die quasi irgendwie männliche Begleitung hat. Und dasselbe erwartet man auch von der Frau. Nur deswegen. Hat nichts Persönliches mit dir zu tun. Weil ich den Respekt nicht zeige, wenn sich zwei Männer Kannst du bitte unterhalten? Lass mich ausreden. Wenn sich zwei Männer unterhalten, darf die Frau nichts sagen. Du beleidigst sie gleich als Schwabe. Ist das Respekt? Ja. Nein, das ist bei deinem Gürtel darunter. Aber kannst du bitte einfach kurz deine Maske abnehmen? Du kannst danach gehen. Verstehst du? Funktioniert gerade nicht. Dann zeig mir deinen Ausweis. Wie alt bist du, ja, Maniac? Du wolltest ja meinen Personalausweis sehen, jetzt hast du's. Ja, okay, danke schön, Shukran. Okay.
So, junger Mann, ich bin mit der Kappa fertig. Wie sieht's bei Ihnen aus? Würden Sie jetzt... Cindy. Was soll ich tun? Ihre Maske abnehmen? Ja. Wenn du dich bei ihr entschuldigst. Aber bist du ihr Mann? Nein. Bist du ihr Freund? Nein. Hast du sie geberbert? Nein. Pass auf, was du sagst. Lack, sei mal ruhig, wenn ich mit ihm rede. Hey. Also... Es tut mir leid, langsam... Guck mal, sie ist doch eine Frau. Ja. Kann sie nicht mit sich selber reden? Hab sie doch versucht, aber du hast sie ja beleidigt. Wenn sie sich durchsetzen möchte, dann soll sie sich gefälligst selber hier, Hast du keinen Stolz? Hat dich deine Mutter so erzogen? Guck sie dir mal an. Ich bitte dich. Guck mal, ich mag dich. Ich mach dir die Handfesseln ab, ja? Warte. Scheiß drauf, ob du mir zeigst oder nicht. Ich küsse dein Herz. Aber Habibi, ich sag dir... Ganz ehrlich, diese Frau ist nicht gut für dich. Herr 007. Ich rede gerade, Chef. Egal, sie ob Sie das für schlecht empfinden oder Chef. Nicht. Wenn das in Ihrer Kultur so ist. Hat mit Kultur nichts zu tun. Ja. Kannst du dich bitte fernhalten, junge Frau? Das mache ich nicht. Schwab mir. Junge Frau, bitte. Was macht die? Die will mich festnehmen. Wallah, die will mich festnehmen. Kleine Kachpa. Du bist festgenommen. Warum willst du mich festnehmen? Das meine ich. Du kannst nichts anderes wie als deine Rechte ausnutzen. Nein, aber du wolltest mich gerade festnehmen. Der kleine Junge. Hund hat dir irgendwas gegeben. Mach mich los. Warte. Was hast du ihr gegeben? Ja, wusste ich doch. Ich bin nicht im Dienst. Du kleiner Peach, du. Ja, das, was du machst, geht nicht. Willst du mich verarschen? Halt deine Fresse, du bist tot. Halt deine Fresse. Geh saufen. Ihr wusstet nicht, dass ich meine Fesselkünste hatte. Muss das alles sein? Musst du mich losmachen? Mach mich los. Warte mal den Kollegen hier. So, Kollege. Trau keine Milchzahn. Ich bin gleich fertig, Chef. Kann ich bitte alleine mit dir reden? Ey, Junge, mach mich los. Hör mal zu, du kleine Kachpa. Mein Name ist Hans. Du hast nur die große Fresse, den wenn ich Namen merkst du. Okay. Ich merk mir einen Scheißdreck. Und von weißt du, was wir früher mit Hextank gemacht haben, du kleine Kachpa? Ja, weißt dann du mach das? Mich los, dann werden wir sehen, was du mit mir machst. Soll ich dir zeigen? Ja, mach doch! Wie heißt deine Scheißwaffe nutzen? Was anderes kannst du nicht! Das ist keine Waffe. Chef, bitte, warte doch mal. Ja, Chef, warum du machst so? Ach, Scharmutter, Chef. Ansonsten wird es gleich eine interne Beschwerde geben. Was ist los? Aber, Kollege, du musst gehen, ansonsten du verlierst deinen Job. Glaub mir, geh, renn weg. Ich verliere hier keinen Job. Nein, kann nichts machen. Dann kümmert dich, was? Dann halt deine Fresse! Leute. Halt deine Fresse! Halt deine Schnauze, Mann! Wir werden gar nichts halt mehr sagen, okay. Wenn, dann soll er uns mit aufs Revier nehmen. Dort werden wir einen Anwalt anrufen und dann werden wir das mit anwaltlich regeln. So, wollen ganz einfach. Chat, ich wollte sie eigentlich... Soll ich sie verbrennen oder wollen wir Anwalt dazu rufen und weiter RP machen? Verbrennen. Chef, hör zu. Nein, es ist jetzt nicht hör mehr doch, Chef. Hör doch mal zu, lass zuzuhören. Egal, wie laut du jetzt rumschreist, du hast gerade einen Fortgesetzten gefesselt, ja? Ach so ist das, auch noch einen Fortgesetzten töten. Hältst du jetzt dein Maul? Ich werde nicht mein Maul halten, weil ich die Rechte habe. Sie können mich noch so nicht mehr übertreiben, Mann. Bitte, kannst du ihn wegbringen? Pass auf, du redest mit Hamoudi Abbas vernünftig. Hast du mich verstanden? Du mach das nicht. Hast du mich verstanden, kleines Mischstück? Oder willst du brennen? Es reicht doch jetzt. Mach mich los und wir klären es so. Du hast nichts anderes verdient, außer das hier. Brenn, du Kachpa. Brenn! Jungs, guck mal, pass auf. So geht das nicht. Wir haben jetzt schon die Engel bestellt. Das reicht jetzt hier. Warte. Ey, ich hab doch aber nicht reingeschissen. Ich wollte doch nur ganz normal... Oh, die Kachpa brennt. Jetzt ist erstmal deine Schnauze, Mann. Als Kopf Leute verbrennen, Alter. Mich hat's nur genervt, dass die Alte von dem kleinen Pimmel dort angefangen hat, Sachen zu nehmen, um mich festzunehmen. Die denken auch, ich bin blöd. Ich will doch ganz normal eine Personalienkontrolle machen. Sie ist noch nicht mal in der Lage, ihre Maske abzunehmen, hä? Aber davon muss ich ein Foto machen. Du machst davon kein Foto. Okay. Trinken wir jetzt eine Suppe oder was machen wir jetzt? Wir trinken hier keine Suppe mehr. Wir warten jetzt auf die Engel oben und dann wird das geklärt hier. Ja, wir werden das im großen D-Funk klären. Definitiv. Okay. Es reicht, du. Suppenkoch ist da. Jo. Ich geb's zu, ich hab's gemacht, sorry, ja. Aber die haben auch Scheiße gebaut. Weißt du, warum ich das Ganze zum Schluss gemacht habe? Ja, aber du kannst keine Leute verbrennen. Dann nimmst du sie mit aufs Revier. Wo ich sie dann losgemacht habe, von einem kleinen Bengel Handschellen genommen und wollte mich festnehmen. Das ist dann halt so. Kannst dich aber nicht aus Fesseln ständig raus... Wenn irgendein kleiner... Da, der weiß, wo ich gerade bin, weil ich stream und reinmete, dann kann ich das. Ich wäre ohne Witz, hätte einfach mitgemacht, ich wäre gegangen. Du hast mich sofort beleidigt und mit einem Ton, der überhaupt nicht geht als Police. Dann genauso kann man wie du doch gesagt aber hast, mich IC genau kündigen. Beleidigt. Ja, okay, auf Arabisch, Kachba und... Genau, auf Arabisch. Ja, und welche Sprache reden wir hier? Ist es jetzt verboten, jetzt das ein oder andere ausländische Wort zu benutzen? Nein, aber warum hast du mich die ganze Zeit auf deiner Sprache beleidigt? Weil mein Charakter ein widerliches
Paket ist. Dadurch, dass du Police bist, dürftest du das überhaupt nicht. Dann muss ich ja auch IC zur Rechenschaft dafür gezogen werden. Leute, also besteht ihr alle auf dem Permaban? Kann das nicht so, keine Ahnung, 2-3 Tage oder sowas? Ich würde sagen, jeder hat eine zweite Chance verdient und so, ne? 2 Jahre. Beim nächsten Mal vielleicht mehr Glück. Ich danke euch für den Content. Cindy, darf ich das Ganze zu einem Video verpacken? Nein, das war ja gar nichts. Nein. Ich mache es aber trotzdem, nein, Bruder. Ich mache es aber trotzdem. Darfst du nicht? Und das ist genau der Grund, warum ich immer sage, dass 95% der 5M-Server Murks sind. Tri-Life Roleplay ist wirklich so ein 5%er. Das sind die User, die mögen sich nicht so, die haben ein bisschen Spaß gehabt. So, ich wurde gebannt, das ist okay, Bruder, ich küsse dein Herz. Digga, hat Stewie einfach die Alte überfahren? Wen willst du f***en? Wen? Du dumme Sau! Are you OOC, Matt? Ach, boah. Send me the kid in the fish.